Warum machen manche Takfir auf Herrscher und manche nicht? Takfir auf eine Person zu machen, die sich als Muslim bezeichnet, die sich auf Muslim bezeichnet, hat bestimmte Bedingungen und bestimmte Hinderungsgründe. Okay. Wenn sich jemand dem Islam zuschreibt, wird er nur als Käfer erklärt, wenn er etwas macht, was großer Kufr ist, großer Schirk ist, und wenn es keine Hinderungsgründe gibt und die Scheinagung und die Be Bedingungen erfüllt sind. Und man sagt auch nach Ikamat al-Hujja wa Izalatu Shubha, nachdem die Hujja erbracht wurde und die Shubha, das Scheinargument, ausradiert wurde. Also, es gibt verschiedene Hinderungsgründe. Es gibt verschiedene Hinderungsgründe. Und es gibt auch Dinge, die von einigen Gelehrten als großer Kufr bezeichnet werden und von anderen Gelehrten nicht als großer Kufr bezeichnet werden. Und dazu gehört beispielsweise das Urteilen mit einem anderen Gesetz außer Allah. Die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass das großer Kufr ist. Du siehst zum Beispiel von den zeitgenössischen Gelehrten, ich sage zum Beispiel in Saudi-Arabien, dass die meisten sagen, das ist großer Kufr. So. Es gibt aber auch andere, die sagen, das ist kleiner Kufr. Aus wegen einer Aussage von Ibn Abbas. Genauso wie zum Beispiel das Nichtbeten bei einigen Gelehrten als großer Kufr gesehen wird, wie Ahmed ibn Hanbal, und bei anderen Gelehrten als kleiner Kufr. So. Und jetzt diejenigen, die sagen, das ist großer Kufr, diejenigen, die sagen, das ist großer Kufr, hier gibt es wieder Leute, die sagen, es gibt vielleicht diesen oder jenen Hinderungsgrund. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen, inshallah. Als großes Zeichen vom jüngsten Tag. Genau. Gibt es vielleicht diesen oder jenen Hinderungsgrund? Und zu den Hinderungsgründen gehört übrigens nicht die Unwissenheit, denn jeder Führer in den islamischen Ländern weiß, dass man mit dem Gesetz Allahs urteilen muss.